2. Orange. Ich schrecke hoch. Wie viel Uhr ist es? Was ist passiert? Wo bin ich? Ich schaue langsam auf die Uhr, die mir zeigt, dass es schon 22:30 ist. Um 1 wollte ich mich mit Laura treffen und ich, Idiot, habe gestern so übereifrig den Stecker meines Weckers herausgezogen, anstatt ihn einfach auszuschalten. Ich springe aus dem Bett und suche mir hastig ein paar Klamotten zusammen, die ich heute anziehen will. Durch das Gepolter werden meine Meerschweinchen auf mich aufmerksam und beginnen wie immer unermüdlich zu quieken. Schnell renne ich zu ihrem Stall und kippe halbherzig ein bisschen Futter in ihren Napf. Danach sprinte ich ins Bad, um mir eine sehr dringend nötige Dusche zu genehmigen, und kurz darauf stehe ich fertig geduscht und angezogen vor der Haustür. Glücklicherweise ist meine Mutter nicht zu Hause, denn sie hätte mich sicherlich gefragt, wohin ich will. Und wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, meiner Mutter niemals zu erzählen, dass ich mich mit einem Mädchen treffe. Das würde mir nur peinliche Fragen und neugierige Blicke bescheren. Auch ihre Tipps zum Thema, wie gefalle ich einem Mädchen, sind nicht mehr ganz zeitgemäß. Davon will sie aber nichts hören. Ich fahre also mit dem Fahrer zum Treffpunkt und warte dort auf Laura. Keine 5 Minuten später ist sie da. Sie kommt auf mich zu und schenkt mir ein offenes Lächeln. Ja. Ich muss augenblicklich zurücklächeln. Hi, sagte sie ein wenig atemlos. Sollen wir ein Stück gehen? Aufgeregt willige ich ein und wir laufen ein wenig durch die Stadt. Es entwickelt sich ein angeregtes Gespräch zwischen uns. Wir unterhalten uns über Schule, unsere Eltern und Freunde und letztendlich darüber, dass wir uns schnellstmöglich wiedersehen möchten. Es wird langsam Abend und wir müssen uns voneinander verabschieden. Sie umarmt mich zum Abschied kurz und lächelt mir etwas unsicher zu. Dann dreht sie sich um und geht. Glücklich lächle ich ihr hinterher. Dann mache auch ich mich auf den Heimweg. Zu Hause angekommen werde ich direkt von meiner Mutter in die Mangel genommen, die mich über meinen Tag ausfragen will. Nach etwa 10 Minuten Fragerei gibt sie sich geschlagen und merkt, dass ich absolut kein Interesse dafür aufbringe, ihr zu antworten. Ich schaue auf mein Handy und bemerke, dass Laura mir geschrieben hat. Oha, war voll das schöne Treffen heute. Bei dem Satz muss ich grinsen. Ich tippe eine schnelle Antwort. Fand ich auch. Sie antwortet wieder. Wann hast du denn nochmal Zeit? Am liebsten würde ich mich direkt am nächsten Tag wieder mit ihr treffen. Doch wie würde es rüberkommen, wenn ich das schreiben würde? Egal. Ich schreibe meine Antwort an sie. Ich habe die ganzen Ferien über nichts zu tun, habe also immer Zeit. 5 Minuten später steht ein weiteres Treffen mit ihr. Sie wird morgen Mittag vorbeikommen. Scheiße. Murmle ich, als mir einfällt, wie chaotisch mein Zimmer aussieht. Schnell stehe ich von der Couch auf und renne die Treppen nach oben. Ich mache laut Musik an, zücke einen Putzeimer und einen Lappen und beginne, mein Zimmer aufzuräumen und zu putzen. Ich höre die Schritte meiner Mutter auf der Treppe und frage mich, anlässlich welcher Sache sie freiwillig die Treppen hochläuft. Sie bleibt in meinem Türrahmen stehen, verschränkt die Arme und hebt eine Augenbraue. Ich kann es zwar nicht hören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Laut der Verwunderung ausstößt, als sie den Anblick, der sich ihr in meinem Zimmer bietet, sieht. Plötzlich räuspert sie sich, jedoch tue ich so, als hätte ich das gar nicht mitbekommen und stelle die Musik lauter, weil ich gerade nicht den Bedarf habe, ihr zu erklären, warum ich putze. 2 weitere Minuten steht sie noch da, dann dreht sie sich um und schaut bei meinem Bruder ins Zimmer. Am Abend kann ich nur sehr schwer einschlafen, weil ich so voller Vorfreude auf das nächste Treffen bin. Als ich am nächsten Morgen zeitig aufwache, weil ich mein Handy weggestellt habe, füttere ich gut gelaunt mein Meerschweinchen und ziehe mir frisch gewaschene Kleidung an. Ich höre, wie meine Eltern das Haus verlassen, weil sie heute arbeiten müssen, und hoffe, dass mein Bruder heute auch etwas vorhat. Nach einer endlosen Zeit des Wartens klingelt es endlich an der Tür. Ich sprinte die Treppe runter und öffne diese. Vor mir steht Laura, die mich offen anlächelt. Ihre braunen Augen strahlen und ihre langen Haare sind etwas zerzaust. Ich lasse sie rein und umarme sie kurz. Hey, sagt sie und schaut mir in die Augen. Braun meets blau. Na? Antworte ich. Wie geht's dir? Lass uns doch in mein Zimmer gehen. Sie folgt mir und antwortet auf meine Frage. Oben angekommen setzen wir uns auf mein Bett und führen eine inhaltsleere Unterhaltung, bis sie mich plötzlich fragt, ob ich eine Freundin habe. Nein, antworte ich und frage sie, ob sie einen Freund habe. Sie verneint ebenfalls und mein Herz macht einen Sprung. Ich mag sie echt. Sie schaut mir tief in die Augen und ich spüre, wie sie ihre Hand auf meine legt. Mein Puls erhöht sich ein bisschen. Sie legt ihren Kopf schief und nähert sich meinem Gesicht. Ich kann ihre klaren, braunen Augen genau betrachten. Ich weiß, was sie will. Ich lege meine freie Hand in ihren Nacken, drücke sie leicht zu mir und berühre ihre Lippen sanft mit den meinen.
Sie erwidert den Kuss sofort, jedoch fühlt sich mein Herz wie betäubt an. Ich fühle nichts Besonderes während des Kusses. Als sie sich von mir löst, zwinge ich mich zu einem Lächeln und fange erneut ein Gespräch an, um meine Verwirrung zu überspielen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich mag Laura echt. Ich will sie küssen. Und ich will dabei auch etwas fühlen, jedoch kann ich es einfach nicht. Als sie sich auf den Weg nach Hause macht, küsst sie mich zum Abschied auf die Wange und ich lächle scheu. Sobald sie weg ist, rede ich mir ein, dass ich noch etwas Zeit brauche, um etwas für sie empfinden zu können. Doch weil die Dinge, die ich mir einrede, keine Wirkung zeigen, rufe ich meinen besten Freund Marvin an, damit ich ihn um Rat bitten kann. Ich bitte ihn, vorbeizukommen. Keine 5 Minuten spät ist er da und als ich ihm die Tür öffne, schaut er mich mit seinen blau-grünen Augen fragend an. Ich senke den Blick, seufze und bedeute ihm, mit einer kurzen Handbewegung hereinzukommen. Ich erzähle ihm, wie ich Laura kennengelernt habe, wie gut wir uns verstehen und wie ich aber nichts für sie empfinde, obwohl ich es eigentlich will. Er legt mir tröstend die Hand auf die Schulter. Bei dieser Berührung fängt mein Herz an zu klopfen und ich merke, wie alles in mir kribbelt. Mir wird klar, wie viel es mir bedeutet, dass er hergekommen ist. Hör mal, sagt er. Vielleicht warst du einfach nur etwas verwirrt. Ich weiß, dass es komisch klingt. Aber probiert es doch einfach aus. Und selbst wenn es ein Fehler sein sollte, mach den Fehler. Sonst bereust du, dass du es nicht getan hast. Die Erfahrung ist es wert. Und selbst wenn es nicht die richtige ist, schau dich noch morgen auf der Party nach jemand anderem um, mit dem du mehr anfangen kannst. Er grinst mich aufmunternd an und klopft mir auf die Schulter. Danke, sage ich schwach und zwinge mich dazu, glücklicher auszusehen. Als Marvin wieder los muss, verspüre ich einen leichten Drang, ihn in den Arm zu nehmen, jedoch reiße ich mich zusammen. Als ich ihm kurz auf die Schulter klopfe, um ihn zu verabschieden, zieht er mich jedoch zu sich und drückt mich kurz an sich. Ich bin überrascht und erfreut, als er sich von mir löst. Ich sage ihm noch kurz, dass ich mich auf die Party freue und dann ist er auch schon weg. Mein Handy klingelt. Laura hat geschrieben. Ohne die Nachricht zu lesen, gehe ich ins Bett und denke über seine Worte nach. Mach die Fehler, hat er gesagt. Doch hat er überhaupt eine Ahnung, wie es ist, jemandem etwas vorzuspielen?